Okay, wen habe ich jetzt aus der Gruppe verloren? Ach, Viktor und Flick. Ja, wäre praktisch, wenn du dann halt mitkommst, ne? Level 38. Aber ich glaube, ich habe nämlich Angst, ja, ich muss zweimal Angst haben. Ich habe gerade Angst, ihn in den Konvoi zu packen, weil ich da vielleicht Nanani reinpacken könnte. Und gleichzeitig habe ich Angst, ihn in der Gruppe zu lassen, weil ich Angst habe, dass ich Nanani nicht in den Konvoi packen kann. Das ist eine Zwickmühle. Alter, der hat Level 38, ne? Oh, mein Herz. Tut mir so weh. Ach, komm. Ich weiß, dass es ein Fehler ist. Villager, wir brauchen unbedingt Verbündete. Du musst eine Allianz mit der Republik Toran bilden. Ja, jetzt pass auf, was kommt, wenn wir aus der Tür gehen. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten, Lord Jack. Können wir ins Haus Window halt machen, ehe wir nach Radat gehen? Ich weiß, dass es egoistisch von mir ist, aber ich möchte es noch einmal sehen, ehe wir abreisen. Kein Ding, Alter. Ich habe ganz andere Sorgen. So, jetzt werden wir aber mal, damit ihr dann auch wieder andere Leute seht, bis es mir gleich kaputt gemacht wird, werden wir eine wundervolle Truppe kriegen, die ich mir jetzt hier zusammenschustere. Ja, so, ihr Lieben. Anna, mein Alter, sorry. Gegen dich bringen wir jetzt erstmal meinen, wo ist er? Wo ist er denn? Nicht blind? Mein guter alten Freund Taiho rein. Den hat nämlich noch gar nicht. Dann tun wir den guten Amada raus. Der hat eigentlich auch noch nicht, nur nichts leisten dürfen. Oh, was eine Schande. Ja, egal. So. Dafür packen wir meine liebe Freundin Mac rein. Dann haben wir nämlich zwei Distanz, Leute, schon mal. Zweimal kurze haben wir. Und dann werden wir noch den guten Kinnison rauspacken. Sorry, Kinnison, du kommst dann auch bald wieder. Und dann nehmen wir den mit. Ah, ich brauche Level, ne? Gut, wird beschwerlich, ja, aber dann, ja, dann komm, Kinnison. Wir müssen dich aber ein bisschen aufpäppeln. Eigentlich hätte ich das Lücke mitgenommen, weil Rekruten 1 halt. Oh, Gott sei Dank. Sie ist hier, noch ist sie hier. Wir müssen es nur rausschaffen. Oh, Vicky Mausi ist ja auch noch hier. Die hat Level 33. Clay hat 27. Oh Mann, das ist nicht gut. Was hatte ich gerade noch gesagt? Ich habe ja Viktor auch noch. Och, das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, ich kann ihn nicht mitnehmen, weil die dann in der Einrichtung. Na egal, die kommen dann gleich wieder mit. Wenn wir zurück sind, dann geht's für Viktor und so weiter. Was hat er denn hier? Level 28 hat auch nicht viel. Ich überlege noch, ob ich jetzt ihn mitnehme oder Clive. Oder Kinnison. Wir brauchen dringendst. Ja, komm. Egal. Schnell entschieden. Ich hätte natürlich auch. Vielleicht finde ich unterwegs auch noch. Komm, wir gucken, ob ich jetzt Stallion noch finde oder nicht.
Genau, machen wir das mal so. Jetzt müssen wir in Ruhe ausrüsten können. Dafür müssen wir jetzt Zeit haben. Da könnt ihr einmal beten für. Wir haben ja auch noch die Runen. Wir können jetzt erstmal anschauen, was die hier für Runen haben. Oh, glaub mir, das wird geil. Das wird gleich richtig geil, wenn wir da hinfahren. Oh, ich freue mich schon so. Also. Wir haben Runen. Folgende. Hellschild Blitz, ist klar. Erde. Okay. Das passt überhaupt nicht zu China, aber egal. Freddy. Freddy Amato hat gar nichts. Wasser ist okay. Er hat Mörder. Und sie hat Wasser und Trick. Okay, das ist fein. Alles klar. Aber der gute Fred hat nichts. Das ist nicht so fein. Dann müssen wir mal sehen, was wir hier für eventuell für Runen haben, die der gute Fred nehmen kann. So, dann können wir erstmal diesen scheiß Tonsatz wieder weggeben, weil brauchen wir nicht. Schutzring. Ja, da müssen wir gleich noch gucken. Das tun wir hier mal weg. Die Nadel weg zweimal. Fluchttalisman brauchen wir auch nicht. Ja, das nehmen wir, behalten wir dann so. Und dann gucken wir mal auf das Verkaufen erstmal. Da machen wir die Nadeln weg. Dann werden wir die Leggings verkaufen. So, und was könnten wir jetzt dem guten Freddy Yamato geben? Auferstehung, Gewalt wird nach Schadenraserei, Magieverlust, Strapaze, diese Rune regt mich auf, weil ich die irgendwem geben will. Naja, er hat zumindest drei Zauber offen. Könnten wir ihm Feuer geben, ne? Oder die Chimäre gibt Status und andere weiter. Mach mal Feuer. Bevor wir uns totschlagen lassen. Oh, jetzt habe ich sie verkauft. Das war wieder gut. Ja, für was wohl gar kein Zauber ist, ist er eigentlich zu gut. Weil er hat ja 4-3-2 oder sowas. Das ist ja wenigstens etwas, was mit Magie ist. Nach Schadenraserei. Ja, komm, wir kaufen ihm kurz eine Rune. Da ich jetzt die eben ja versaut habe. Aber wie sieht es denn überhaupt aus? Sind wir voll? Ne, sind wir 100 Jahre, ne? Dann, wenn wir ins Haus im Dorf, wenn wir das sowieso halt machen, werden wir das dann nochmal machen. Oder ne, ich will mal was ganz gut sehen. Warum steht denn bei Kinnison 420? Leicht verwunderlich. Leicht wundersam. Kann das sein, dass ich Kinnison, weil ich mich verguckt habe, eine Rune gegeben habe mit Magie? Ach, ich war auf ihn. Da steht 7421. 631 ist in Ordnung. 521. Ich habe Kinnison total die... Ach so. Ich habe mich total verguckt, Alter. Ich brauche gar keine Rune. Keine Magierune, Idiot. Ja, dann können wir uns das jetzt noch mal überlegen. Dann können wir Freddy auch noch die Wasserrune geben, die dann übrig bleibt. Oder wir tun sie weg. Ja, dann gucken wir mal, was können wir dem denn geben? Wird nach Schaden, nach Raserei, Chimäre, gibt Stabs und andere weiter, Magieverlust. Ach, Strapaze kommt auf die Waffe. Jetzt, guck mal, jetzt rutscht es langsam. So, und er kriegt dann halt einfach, gibt Status an andere weiter. Nein. Ich will doch einfach nur zurückziehen, Gruppengegenstände. So, jetzt haben wir das auch. Zack. Auf Waffe, das habe ich kapiert gehabt. Das ist auch sehr gut. Lebensmagie verwendbar.
Die wird später noch wer anders kriegen, genau. So, jetzt habe ich mal einen Durchblick, Alter. Das hat aber lange gedauert, ey. Dann werden wir jetzt Fred Yamato die Blitzrune geben. Denn die mag er auch gerne und dem Helden. Werden wir die ausziehen. So. Zack, den werden wir jetzt anbringen. Blitz auf Fred Yamato. Dann haben wir ja die Chimäre, die werden wir dann auf die Waffe zimmern. Da brauchen wir beim Schmied zu. Nee, Chimäre werden wir Kinesen geben, so. Und dann haben wir eine Wasserrune hier im Inventar. Macht ja nichts. Achso, vielleicht können wir nochmal gucken, was wir hier kaufen können. Vielleicht haben wir noch was für einen Helden. Auferstehung, ja gut, das ist mir, diese Zauber sind mir ein bisschen zu Niederschlag, 30%. Finde ich gut. Ist gekauft. Ach, ist ja auf Waffe. Oh, ich bin so ein Esel. Schlaf auf Waffe. Ja, mit sowas setzen wir uns noch ein bisschen später auseinander. Also. Dann kriegt der jetzt einfach von mir, der Held, noch eine Windrune, wa? Eine Erdrune. Ah, eine Windrune. Boom. So. Dann sind wir da ausgerüstet. Dann können wir jetzt noch South Window gehen. Und machen einen kurzen Stopp, wie er ihn ja schon gerne bei South Winter haben, machen wir einen Stopp in, sag schnell, wie heißt es? Oh. Couscous machen wir einen Stopp. Und wenn wir dann in South Winter einen Stopp gemacht haben und im Radat sind, werde ich einen Videostopp machen und auf Toilette gehen und dann geht es sofort weiter und dann wird es richtig geil. Loslassen. Wir lassen nochmal los, solange bis wir auf eventuell Stalion treffen. Master Tessa, ja. Hätte ich gerne. Einbetten. Nieder. Gut, Strapaze müssen wir jetzt leider weglassen. Den kriegt er noch wer anders. So, Wasser haben wir sowieso drin, können wir jetzt nichts machen. Aber schärfen vielleicht noch. Oh. Kriegen wir die alle auf 8? China hat ja schon 8, ne? Ja. Der hat 7. Bei ihm ist eine ganze Menge. So, mach erstmal sie auf 7. Um Waffen müssen wir, um Rüstung müssen wir uns gleich auch noch kümmern. Das darf man nicht vergessen.
Oh Gott, das geht noch weiter. Ja, habe ich aber kein Geld für jetzt hier alles so hoch, super hoch zu bolzen. Das muss erstmal reichen. Das muss erstmal reichen, Leute. Sorry. Genau. Das ist ja aber schon mal, ne? Für alle so ein bisschen was gewesen. Können wir mal gucken, ob jetzt hier was los ist. Ob jetzt mal die alte Tänzerin da ist. Nein. Und dann können wir auch die Gegenstände einmal uns angucken, die wir haben oder auch nicht haben. Den Schutzring ausrüsten. Der wird ja wohl halbwegs was Gutes haben. Der hat einen Schutzring sogar schon. Sie hat einen Glücksring. So. Ach, der kann das Wasseramulett gar nicht ablegen. Super. So. Ja, eigentlich auch Blödsinn. Eigentlich auch Blödsinn. Für den wäre es, glaube ich, auch sinnvoller, wenn wir dem so eine Sachen geben werden. Weil der steht hinten. Ach, der hat schon zwei Sachen. Okay, alles klar. Nee, dann ist das in Ordnung. Dann rüsten wir das kurz. Dann rüsten wir das kurz mal. Wo ist er denn? Achso, jetzt waren die Stiefel. Ja, verkauft man halt, ne? So, ab nach South Window. So, Freund Blase, was willst du denn hier? Wo genau willst du denn hier hin in South Window? Nach Lord Granmeier vielleicht? Ja, freut mich für dich. Und du bist auch so total, dass man dich gar nicht haben will. Ja, gut. Ich hätte es schon gewusst von alleine, aber danke. So, was, wisst ihr, was wir noch gar nicht gemacht haben hier in South Window? Das war gestern so lustig, oder? Als ich die ganzen Sachen untersucht habe und Lutschkow geguckt hat, wie sonst was, als ich überall, als ich was gefunden habe in Fässern. Mach mal nur hier, keine Sorge. Und dann verpissen wir uns. Solange das. Guck mal, ich halte jetzt freiwillig noch aus mit meinem. Obwohl ich aufs Klo muss. Nur um das zu machen. Mm-mm-mm-mm-mm-mm.
Bist du so? Nein, 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 wir wollen richtig was haben, Alter. Guck mal, das ist so ein bisschen versteckt. Hier muss man einfach eigentlich was finden, wenn es eine Fliege in der Suppe ist. Und was ich da gestern gehört habe von Lutschkopf, das fand ich auch so geil, mit, hier wegen Vicky, dass die einen durch Zufall in irgendeinen Raum, wo man nicht rein kann, reinwarpen kann. So ein Kram, Alter, ist das geil. Also ich weiß, dass wenn ich was verpasst habe, war das in irgendeinem abwegigen Ort. Also hier, das war das Hotel, da wuchte ich gar nicht erst. Ist eher so in Häusern drin gewesen immer, ne? Oder draußen. Na gut. Okay, dann war's das. Schade drum. Lasst los, Leute. Lasst los. Ich weiß, ihr wollt sie töten. So, und dann holen wir uns nämlich schön Sterling. Fähigkeit von dem ist, über eine Weltmappe rennen zu können, das weiß ich noch. Das hat er auch gleich gestern in der Aufnahme gesagt. Ja, ich mach's ja nur auf dem Weg. Ah ne, warte mal hier. Oh, der war doch schon wieder irgendwo anders. Der war doch hier irgendwo, ne? Man weiß immer nicht, wo der ist. Da. Ha, ha, ha. Oh nein. Ah, gut, hat geklappt. Gut. War das das, was ich jetzt wollte? Ja, ihr werdet euch noch wundern. Ich werde noch einen richtig dicken Fisch irgendwo rausziehen. So, hier müssen wir auch richtig... Jawohl. Ja, das werden wir auch gleich tun. So, aber jetzt, wie gesagt, bevor wir da in dieses mega geile Adventure reinstarten, werden wir kurz urinieren. Bis gleich.